Bestimmt hier irgendwo. So. Mal gucken, ob ich hier oben was finde, was uns eventuell weiterhilft. Wieso? Immer und überall. Aber respawnen die immer jetzt hier so oder wie? Hab ich alles? Enzymproben. Oh, fuck. Da! Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen... Ja, das hatten wir ja. Fontaine reibt sich die Hände. Das heißt ja eigentlich dann nur, dass... Hier gibt's alles... das heißt ja dann eigentlich, dass wir dem Tode geweiht sind. Eigentlich. Hä? Ich hab den Knopf gedrückt. So, jetzt. Rache ist Blutwurst. So, Knopf drücken. Sind sie weg? Nein. Hier? Ah, da. Hier, die habe ich noch nicht durchsucht. Alter! Wird ja jedes Mal mehr hier. Aber ich brauche nur noch einen, dann habe ich's. So. Ah! Hier irgendwo.
Da hinten in der Ecke. Direkt vor mir hier, oder wie? Der? Wo liegt der Letzte? Das ist einfach nur noch nervig. Auf den Tisch. Auf einem schweren Schwierigkeitsgrad ist das bestimmt übel. Ja, vielleicht sollte ich hier auch eine Pause machen oder so. Ich komme nicht drauf klar, dass es hier noch ist. Ich hab doch schon alle durchsucht. Oh shit. Bin dem Tode geweiht. Hier in der Ecke ist doch auch schon alles weg. Oder liegen die hier auf dem Boden rum? Ah, ich muss hier raus. So, ich brauche nur noch einen. Hier in diesem Raum. Vielleicht muss ich sie auch einfach erstmal hier herstellen lassen. Die erstmal rumwuseln lassen. Damit ich die abernten kann. Das Nervige ist ja, dass diese Typen da auch noch kommen. Nicht nur, dass ich den letzten Enzymkack da nicht finde. Das sind auch noch diese Spastis. Und dann noch diese Zeitsperre. Ich fass es einfach nicht. Irgendwie ist das nicht so. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Ich gucke hier nach. Was ist das eine Schönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Ich gucke hier so ein bisschen nach diesen
Blumenkästen, Bienenkästen einfach. Wo sind wir denn hier gelandet? Cool. Achso, nö. Das ist ja letztendlich egal. War ich noch nie. Jetzt habe ich eine Rohrzange aufgehoben. Hä? Sinn? Gen-Upgrade? So, ist nur eine Genbank. Ja, okay. Hier unten scheinen keine Bienenkästen zu sein. Oh. Nee. Das ist schon geiler. Aber auf dem Weg hier, wo ich das Ganze hier durchstreife, finde ich schon gut Sachen, ey. Muss man schon den meinen Entdeckungsskills lassen. Ich finde auch ordentlich Sachen. H gedrückt halten. Aha. Ja. Ja. Ein sehr, sehr, sehr toller Tipp. Ich soll zu den Bienen stöckern. Nee, ist klar, ey. Ich war da doch die ganze Zeit. Oh, hi. Sogar die respawnen oder was? Ja, die Typen respawnen, das ist kacke, aber ich finde das letzte Enzymding nicht. Wenn ich das jetzt in den nächsten 10 Minuten nicht finde, dann pausiere ich das Ganze erstmal. Fuck you. Also die Ecke ist schon mal sauber. Diese Ecke, nein, die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Bin schon wieder fast tot, ey. So kacke, ey. Ja. Dann brauche ich jetzt sogar noch Insektenspray oder was?
Den brauche ich hier. Ist eine Station, die ich nicht brauche. Da. Gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt, statt dass nur die Monarchie. Ist er damit zufrieden? Ja! Oh! Stirb, du Bastard! Stirb, stirb, stirb! Ich hab alles, ich hab alles. Ich bin wieder raus. Dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Oh ja, endlich. Endlich. Ja, mach Tür auf. Jetzt brauche ich hier irgendwo so eine Station. Ein Inventomat. Aber da ist ein Safe. Den hacken wir erstmal. Boah, die Zeit habe ich aber auch bitter nötig hier. Ich hab's. Ah, bin doch der King. Leim habe ich gefunden. Irgend so ein Shit. Jetzt brauche ich aber so ein Inventomat, Automaten, Typi, Dingi. Okay, da unten ist so ein... Hey, das Geld respawnt aber auch. So, ich gucke auf der Karte. You invent. Wo bin ich denn? Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin hier irgendwo. An diesem Automaten wahrscheinlich. Muss ich durch diesen... Nee, oder? Doch, muss ich. Der Big Daddy da. Naja, nicht mein Problem, was er da macht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da, ich muss an ihm vorbei? Nee, oder? Andere Tür. Und da haben wir es. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Endlich, hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Das war ein langer, aber steiniger und auch steiniger Weg, ja. Aber letztendlich habe ich's auch geschafft. Hat aber auch ein bisschen lange gedauert, ey.
Jetzt habe ich irgendwie 4 Stunden gespielt und bin immer noch gut motiviert hier. Wo ist denn der Alarm? Ich weiß nicht, wo die Alarmanlage ist. Das ist frustrierend. Dann gehe ich einfach. Ich gehe einfach die ganze Zeit voran hier. So, in die zentrale Belüftungsanlage oder so. So oder so ähnlich. Du baust nichts als Scheiße. Ja. So viel dazu. Die wollen mich alle aufhalten, aber ich bin die Ein-Mann-Armee. Wieder ein Big Daddy hier. Irgendwo in der Ecke. Nein, unmöglich. Ich bin 10-mal besser. Das ist die. Nee, das ist die gar nicht. Da ist sie. Da ist sie verreckt. Ja, aber da rein. Blub, blub. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Es läuft doch. Sei geduldig. Jetzt muss ich so lange deffen, bis es ganz durch ist, wahrscheinlich hier, dieses Grüne da. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Versiegeln. Jo. Wie denn? Muss ich den auch noch? Ich bin hängen? Ah, nee. Irgendwie? Oh großer Gott, da kommt sie! Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich bin im Boden hängen geblieben irgendwie. Ich konnte mich auch nicht mehr heilen. Und jetzt? Da. Aber das macht doch gar keinen Sinn, das.
ist der Typ? Wo ist denn der Big Daddy? Ja, den habe ich wenigstens down. Wenigstens habe ich den dicken down hier. Und habe die kleine Little Sister erledigt. Kommen die denn her, die Schüsse? Die sollen schon näher kommen hier, wenn die mich killen wollen. Du hast schon fast die halbe Strecke geschafft. Drück auf die Tube. Es war ein verstümmelten Missgeburten, ist nicht gut Kirschen essen. Ja, solange kein Big Daddy da ist. Zeit für die Haie, süßer Engel. Die nennen mich Engel. Ran wird übrigens auch Engel genannt, die von Conan. Angel. Von Wermut zumindest. Oder Wermaus. Je nachdem, wie man sie nennen will. Scheiß die Wand an, ist das viel. Ja, mach ich. Soll sie hier doch gleich auftauchen, ey. Hebel gedrückt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Okay, Zeit für seine Rache. Ich will hier nur überleben. Er will seine Familie rächen. Wir sind quasi nur seine Marionette. Noch ein Big Daddy. Solange ich den nicht wecke, muss ich auch nicht mit dem kämpfen. Ich bin nämlich schon stark angeschlagen. Ah, jetzt kann ich auch hier lang. Okay, neues Gebiet frei. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Hauen wir direkt den nächsten Memo-Dingens rein. Keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als hier. Oh, Tippfehler. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen, eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen.
Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet... Noch ein Tippfehler. What the fuck? Was ist los? Aber naja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um... Wo muss ich hin erstmal? Ich habe gar kein Ziel. Ich schätze mal hier. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. 1,5 Stunden sind vorüber, ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Dann werden die Parts auch länger als 1/2 Stunde. Wenn ich die in 1/2 Stunde teile. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Muss ich mal schauen. Kommt drauf an, wie lange das Spiel so dauert, ne? Wie lange ich noch spiele. Aber hier ist dann erstmal Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie? Ah, hier so. Fort Frolic. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.